Ja, herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. In dieser Woche haben wir ja nicht allzu viel von der Sonne gesehen. Dabei waren die südlichen Landesteile doch etwas bevorzugt. Aber gestern Abend hat es dann mal ganz gut geklappt. Da hat sich der Nebel vielerorts aufgelöst. Ja, man konnte dann sogar noch einen leicht rötlichen Sonnenuntergang erleben. Aber so ist das eben im Herbst. Auch der Nebel hat schöne Seiten mit seiner sanften und geheimnisvollen Lichtstimmung. Die kleinen Vögel, die Sie in dem Baum sehen können, die scheinen sich ganz wohl zu fühlen. Ja, für unser Wetter bedeutet das in der kommenden Woche, dass es noch etwas kühler weitergeht als in der vergangenen Woche. Es bleibt aber bei einer ruhigen Wetterlage mit einer kleinen Ausnahme. Dazu komme ich dann gleich noch. Auf jeden Fall passt diese weitere Abkühlung doch zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember. Auch morgen am Sonntag liegen die Tagestemperaturen durchweg unter 5 Grad. Und das schließt bei klarem Himmel eine frostige Nacht und einen frostigen Morgen ein. Dafür gibt es tagsüber etwas mehr Sonne bei einem leichten Ostwind. Das Lotteriespiel am Montag geht weiter. Nebel oder Sonne, Reifglätte am Morgen, tagsüber bei nur 1 Grad im Nebel und 4-5 Grad bei Sonne. In den Flusstälern kann sich der Nebel aber auch den ganzen Tag über halten. Ja, und in der Nacht zu Dienstag zieht etwas Regen oder Schnee mit einem Schwung sehr kalter Luft über uns hinweg. Das heißt, in den Mittelgebirgen kann es etwas schneien, ein paar Schneeflocken könnten auch im Flachland fallen. Da kann es aber auch gefrierender Regen sein. Auf jeden Fall sollten Sie am Dienstagmorgen mit kritischen Straßenverhältnissen rechnen. Mit größeren Schneemengen ist aber nicht zu rechnen. Das heißt, Dienstag fällt tagsüber im Bergland etwas Schnee, im Flachland anfangs gefrierender Regen, nur vereinzelt vielleicht ein paar Schneeflocken. Im Laufe des Tages wird es aber eher regnen, nur in höheren Lagen vielleicht noch ab und zu schneien. Also weiterhin kühles Wetter, ohne große Wetterereignisse. Es fühlt sich schon richtig nasskalt an. Da muss man sich auch ziemlich gut warm anziehen, um auch gesundheitlich ganz gut durch dieses Wetter zu kommen. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen ersten Advent und gebe gleich weiter an Dr. Gerhard für die Gesundheitstipps. Liebe Inge, vielen Dank. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, passt so zum Übergang Herbst-Winter, nämlich die sogenannten Frostbeulen. Also keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Man kann da auch ganz gut was gegen tun, vor allem vorbeugend. Also richtige Beulen sind das nicht. Das sind einfach nur so Schwellungen, rötliche Verfärbung der Haut, gerade im Bereich von Nase, Ohren, Händen und Füßen. Also die Durchblutung manchmal etwas schlechter ist. Damit sind wir auch schon bei der Ursache. Eben dieses feucht-kalte Wetter führt zu Durchblutungsstörungen und dann eben zu diesen Beschwerden, die man da hat. Juckreiz, Brennen, komisches Gefühl, Verfärbung. Aber wie gesagt, keine Angst, es ist eigentlich nichts Schlimmes. Die sogenannten Frostbeulen heilen meistens innerhalb von 3 Wochen von alleine ab. Sollte es nicht besser werden, muss man natürlich zum Arzt gehen. Der hat auch Medikamente dagegen, aber nur, wenn es eben partout nicht besser wird. Wichtig ist eben, dass man nichts Einschnürendes trägt. Zum Beispiel diese modernen Socken, die spitz zulaufen und da zieht man oft noch einen Socken drüber, dass man ja warme Füße hat, genau verkehrt, weil das engt das Ganze ein, die Durchblutung wird gedrosselt und es können ganz schnell diese Frostbeulen entstehen. Also weite Kleidung ist wichtig und dass man eben die Regionen, Nase, Ohren, Hände, Füße trainiert, kalt, warm. Das macht man am besten mit Abreibungen, mit gut warmem, heißem Wasser, abfrottieren, kaltes Wasser und das mehrmals im Wechsel, 5 bis 10 Mal. So werden diese Regionen an den Temperaturwechsel kalt, warm trainiert, gewöhnt. Das Ganze kann man auch natürlich mit Wechselbädern machen. Einmal mit heißem Wasser, einmal mit kaltem Wasser, etwas länger, also eine halbe, dreiviertel Minute das warme, heiße Wasser, paar Sekunden das kalte und das im Wechsel 5-mal hin und her. Mit kalt aufhören, gut abfrottieren, bestes Training. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund und von mir aus auch einen schönen ersten Advent. Tschüss.